Hallo Leute, willkommen zu einer weiteren Folge meines Schweizer Flussführers. Der heutige Fluss ist die Thur im Alpstein. Es gibt mehrere fahrbare Abschnitte, aber wir schauen uns heute die Standardstrecke von Bütschwil nach Schwarzenbach an. Der Einstieg in Bütschwil kann über die gebührenpflichtige Straße erreicht werden. Eine Bewilligung kann man bei der Gemeinde erhalten oder man kann die Kajaks runtertragen. Die Thur durchfließt das Stockenburg und erreicht bei Schwarzenbach das Flachland und mündet schließlich unterhalb Schaffhausen in den Rhein. Die dominante geologische Struktur des unteren Toggenburgs ab Nesslau ist Konglomerat oder genauer gesagt Nagelfluh. Bereits am Einstieg sieht man dies ganz deutlich, wo das Wasser über Nagelfluhplatten fließt und eine wunderbare Welle zum Üben erzeugt, während man auf die Fahrer wartet. Da die Berge hier nicht sonderlich hoch sind, ist die beste Saison von April bis Anfang Juni oder nach Regenfällen. Das Wasser fließt jedoch nach Regen auch rasch wieder ab. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten für einen Einstieg. Für den Start ab Bütschwil sollten es mindestens 15 Kubikmeter pro Sekunde sein, was das hier sind. Ein guter Wasserstand ist bei 30 Kubikmeter pro Sekunde erreicht. Unterhalb Bütschwil fließt die Thur durch eine Schlucht mit Nagelfluh-Felswänden. Stellenweise wähnt man sich in einem Dschungel. Der obere Teil erhält keine besonderen Schwierigkeiten bereit und ist auch ein beliebter Abschnitt für offene Kanadierfahrten. Dies macht es auch zu einem guten Anfängerfluss, um erste Erfahrungen auf Fließgewässer zu sammeln. Wir paddeln hier mindestens einmal im Jahr. Ein Stück oberhalb des Dorfs Lütisburg fließt der Neckar von rechts herein. Selten bringt er viel Wasser. Die Thur umfließt den Kirchhügel von Lütisburg und erreicht auf der gegenüberliegenden Seite die alte Holzbrücke. Dies ist eine weitere Einstiegsmöglichkeit, insbesondere wenn der Wasserstand weiter oben unzureichend ist. Von hier an sieht man mehr Leute an den Ufern, besonders bei schönem Wetter. Einige Kilometer unterhalb Lütisburg fließt die Thur in den Rückstau des Wehrs bei Batzenheid. Dieses muss rechts umtragen werden. Wenn der Wasserstand sehr niedrig ist oder man wenig Zeit hat, kann man auch erst hier einsteigen. Üblicherweise machen wir unsere Mittagspause auf dem Nagelfluhfelsen unterhalb des Wehrs. Hier beginnt der technisch interessante Abschnitt, weil es steiler wird. Die Höhendifferenz wird in zahlreichen Schwellen abgebaut, aber auch das Gefälle dazwischen ist höher. Der Abschnitt beginnt mit einem flachen Stück mit der Messstelle auf der rechten Seite. Der erste Schwall kommt aber bald. Wenn die Ufer nicht bewaldet sind, dominiert Nagelfluh. Etwa einen Kilometer nach der Villa auf der linken Seite fließt die Thur in den Indianerkatarakt. Das gesamte Wasser wird durch eine Engstelle gedrückt und formt eine Walze im Ausgang. Beidseitig gibt es große Kehrwasser und man kann einige Zeit mit Spielen hier verbringen.
Möglichkeiten sind unverändert. Ein Felsriegel versperrt den gesamten Fluss mit einem Meter Höhenunterschied. Ein weiterer Playspot. Allzu früh erreicht man den oberen Ausstiegspunkt in Schwarzenbach. Es folgen noch zwei Katarakte, die jedoch nicht jedermanns Sache sind. Somit ist es ein guter Ausstieg auf der rechten Seite. Unmittelbar danach fließt die Tour über ein paar Rippen, die bei viel Wasser rückläufig werden. Unter der Zugbrücke befindet sich das Ochsenjoch. Das gesamte Wasser wird durch einen schmalen Schlitz mit einer Längswalze im Ausgang gepresst. Wie so oft liegt der Trick auch hier in der richtigen Anfahrt, die sich jedoch von Jahr zu Jahr unterschiedlich gestalten kann. Bei mehr Wasser gibt es mehr Möglichkeiten. Der Katarakt ist unterhalb der Straßenbrücke und kann mit diagonalen Walzen überraschen, welche hässlich werden können bei höherem Wasserstand. Glücklicherweise kann man sowohl oberhalb wie auch unterhalb linksseitig ausbooten. Dann muss man das Kajak schultern und über die Straßenbrücke hoch zum Auto tragen. Zusätzliche Informationen sind in der Beschreibung unten zu finden. Wenn du diesen Führer hilfreich fandest, hinterlass doch bitte einen Like und wenn du künftig mehr Videos nicht verpassen möchtest, klick den Subscribe-Knopf. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!